Was? Er hat mich getroffen? Oh mein Gott, wie hat er mich gehittet, ey. Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich habe heute Post bekommen und zwar habe ich von Fortnite persönlich einen Brief bekommen und zwar mit diesem Zettel hier. Mit dem Fortnite Season 7 Challenge Pass. Ja Leute, hier hinten sind ein paar Challenges für mich drauf, für die ich verschiedene Punkte bekomme. Und wenn ich diese Challenges schaffe, kann ich was gewinnen. Aber ich kann natürlich auch für euch was gewinnen. Und was das für Challenges sind, erfahrt ihr natürlich hier heute in diesem Video. Und wir zocken direkt eine Runde hier Solo, Leute. Und bevor ich euch diese ganzen Challenges und so erkläre, habe ich eine Bitte an euch. Bitte, falls ihr dieses Video hier gerade seht, drückt doch einfach mal unter dem Video auf den roten Abonnier-Button. Denn wir sind so kurz vor den 300.000 Abonnenten. Das ist richtig krass. Und bei 300.000 wird ein fettes Special auf euch zukommen. Deswegen, abonnieren lohnt sich und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal euren Freunden vorschlagen oder so. Vielleicht knacken wir dann die 300.000 die nächsten Tage. Das wäre richtig nice, Leute. Aber ja, heute dreht sich alles um die Challenges, die ich von Fortnite höchstpersönlich bekommen habe. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich die Challenges schaffen kann. Ich brauche so ein kleines bisschen eure Hilfe dabei. Und ja, wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Okay. Boah, ich glaube, ich habe ihn. Doch nicht, leider. Oh, sehr schön. Sehr schön weggestaubt, bevor er den zweiten Mini trinken konnte. Okay, Leute. Aber bevor wir zu den Challenges kommen, muss ich natürlich hier erstmal ein bisschen überleben. Da ist ein Slurp. Okay Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, dass ich euch kurz erkläre, wie das Ganze abläuft. Und zwar habe ich jetzt eine Woche Zeit, um alle Challenges zu schaffen. Ich habe insgesamt 4 Challenges und ich werde heute im Livestream, sobald dieses Video online ist, startet auch der Livestream auf Twitch. Also erster Link in der Beschreibung, wenn ihr dabei sein wollt. Aber sobald dieses Video online geht, starte ich mit den Challenges live und ich habe dann eine Woche Zeit, um die Challenges zu schaffen. Wenn ich die Challenge schaffe, gewinne ich natürlich ein paar Punkte und kann was Feines, ich glaube so ein Trophäe oder sowas gewinnen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich gewinnen kann. Und sobald ich 2 Challenges geschafft habe, kann ich ein Merchandise von Fortnite an euch verlosen, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig krass, weil ich glaube, dieses Fortnite-Merch, ich weiß nicht, ob man das kaufen kann. Es sind auf jeden Fall, ich glaube, ein paar limitierte Teile auch dabei. Und ich habe insgesamt 4 Challenges, das heißt, ich kann 2-mal für euch Merchandise rausholen. Und 2-mal können wir Merch hier gewinnen. Oh, ein Sweater, Alter. Zum Glück haben wir den bekommen. Leider kein Heal mehr. Ach komm, da können wir kurz dancen, Leute, ihr wisst Bescheid. Und wir fangen auch direkt an mit der ersten Challenge. Und zwar die erste Challenge heißt Night Fever. Night Fever ist die erste Challenge. Und da steht, lass deine Community 5 Tänze für dich aussuchen und tanze diese nach. Das heißt, ich muss 5 Tänze im Real Life machen. Dafür brauche ich eure Hilfe, Leute. Schreibt in die Kommentare euren Lieblings-Fortnite-Tanz. Am besten auch einen Tanz, den ich schaffen kann. Also jetzt Breakdance oder sowas würde ich niemals schaffen. Ich kann keinen Breakdance und so. Aber ihr wisst Bescheid. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Tanz, den ich hinbekommen könnte. Ich kann ja einen Backflip, ne? Und so weiter und so fort. Deswegen spammt die Kommentare einfach voll mit Fortnite-Tänzen. Und dann lose ich einfach aus diesen Kommentaren ein paar aus. Beziehungsweise 5 aus. Und diese 5 Tänze muss ich dann für euch dancen. Ja, das ist auf jeden Fall die erste Challenge, die ich machen muss. Und dafür bekomme ich auch am meisten Punkte, 25 Punkte, wenn ich die schaffe. Und Leute, ich muss halt dancen, ne? Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ob ich es hinbekomme, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich es schaffe. Die zweite Challenge, die hier drauf steht, ist ein guter Instinkt. Das heißt, ich muss eine Runde lang ohne HUD spielen, also ohne HUD spielen. Kein Crosshair, keine Minimap, keine Waffensanzeige, gar nichts. Ich sehe dann einfach nur meinen Charakter, wie ich hier rumlaufe.
Und ich muss mindestens unter die Top 3 kommen. Aber Leute, wir machen da den Win, oder? Ich glaube, wir machen da den Win, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist das die zweite Challenge. Die dritte Challenge, die ich bekommen habe von Fortnite, ist sicher und präzise. Und lade nach jedem Schuss deine Waffe nach. Automatische Nachladen muss deaktiviert werden. Only Sniper, Raketenwerfer ist nicht erlaubt. Gewinne das Spiel im Solo-Duo oder Squad. Für meine Mitspieler gelten dieselben Regeln. Das heißt, ich muss einfach Schuss reloaden. Schuss reloaden. Ja, Leute. Das wird auf jeden Fall eine interessante Challenge. Ich werde alle Challenges im Livestream machen. Also twitch.tv/fixyt. Erster Link in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, wenn ihr live dabei sein wollt. Natürlich wird es dann das ein oder andere schmackhafte Video von den Challenges auch hier auf dem Kanal geben. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, ob ihr schon was gewinnen könnt oder nicht. Aber dafür muss ich ja erstmal ein paar Challenges schaffen. Ja, und dann kommen wir zur letzten Challenge. Und zwar heißt die Sei Fix. Und diese Challenge kommt von Elchix, weil sie hat letzte Woche diese Challenge-Woche gehabt. Und ja, Sci-Fix ist eine ziemlich schwierige Challenge. Und zwar gewinne ein Spiel, in dem du dich ausschließlich im Sprintmodus und im Fahrzeug fortbewegst. Nutze außerdem ausschließlich Sturmgewehr und Maschinenpistole. Solo. Leute, das heißt, ich muss einfach die ganze Zeit sprinten, die ganze Zeit rennen und dabei schießen. Und ja, ich darf nicht stehen bleiben, soweit ich das verstanden habe. Könnte tricky werden. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich die Challenges hinbekomme. Und ja, Leute, easy get wrecked. Sobald ich alle Challenges geschafft habe, habt ihr dann die Möglichkeit, Merchandise zu gewinnen. Und wie und wann ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr dann natürlich in den Videos, die mit den Challenges online kommen. Deswegen, falls ihr noch nicht abonniert habt, ich würde mich mega über ein Abo freuen, Leute. Road to 300.000, Alter. Es ist eine Riesenzahl. Das ist richtig crazy. Und ja, Dankeschön, Leute. Ich danke an jeden Einzelnen, der mich hier auf YouTube verfolgt. Richtige Ehrenmann-Aktion. Und natürlich auch ein fettes Dankeschön an Epic Games, dass ich diese Challenge-Woche machen darf. Und es wird nicht so leicht, glaube ich. Es wird nicht so leicht. Aber wir müssen einfach ein bisschen sweaten. So wie wir jetzt sweaten müssen, damit wir die Runde gewinnen. Denn ich versuche hier schon meine dritte oder vierte Runde und ich labe die ganze Zeit dasselbe. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, ja. Ah, Leute, ich brauche unbedingt Schild, Mann. Ja, nice. Hier ist noch nicht gelootet, wie es ausschaut. Ah, nice. Okay, wir haben einen Slab gefunden. Puh, so, schmeckt schon mal sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall von Epic Games richtig nice, dass sie mich da gefragt haben, ob ich da mitmachen will. Ich zocke ja schon seit Anfang an Fortnite Battle Royale und es ist so irgendwie eine Ehre für mich, Teil irgendwie dieser Challenge zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute, die das organisieren auf jeden Fall. Ja, Leute, zeigt auf jeden Fall mit einem fetten Daumen nach oben, dass ihr euch auch freut, dass ihr die Chance habt, was zu gewinnen und dass ich hier diese Challenges für euch machen darf. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich die Challenges schaffen werde oder ob ich sie nicht schaffen werde. Ich glaube, diese Tanzen-Challenge könnte mit die schwierigste werden. Aber ja, ich hoffe einfach drauf, dass ihr mir nicht so schwere Tänze in die Kommentare reinschreibt. Ihr könnt auch gerne mehrere Tänze vorschlagen, aber schreibt am besten so einzelne Kommentare, also mit den Tänzen einzeln, weil ich werde einfach das auslosen und dann werde ich einfach ein paar Tänze da raussuchen. Aber jetzt ist meine Challenge erstmal hier diese Runde zu gewinnen und euch dann im Livestream zu begrüßen. Das heißt, sobald dieses Video vorbei ist, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung, Leute. Kommt rüber auf Twitch, werdet Teil des Team Fix auf Twitch. Und ja, ich freue mich sehr, diese Challenges zu machen. Und es ist so ein mega der Reiz irgendwie für mich, die Challenge zu machen. Ich habe so ein bisschen Druck, weil ich ja für euch was gewinnen kann. Und ich will euch da nicht enttäuschen. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin, ne? Oh Leute, ich bin richtig in Zone. Ich habe mega Glück gehabt, aber ja, da kommt schon die erste Rocket auf mich. Oh Leute, er will es auf jeden Fall wissen hier. Ich habe ein bisschen Schiss, dass jemand oben bei Polar Peak ist und mich da irgendwie wegholen will.
Was? Er hat mich getroffen? Oh mein Gott, wie hat er mich gehittet, ey? Scheiße, Leute. Ja, der hat mich jetzt getroffen, ey. So, die Frage jetzt, von welcher Seite er kommt. Ich hab ein bisschen Schiss, dass echt da oben jemand chillt und mich gleich wegsniped. Ja, und das schießt auch jemand. Richtiger Sweater, Alter. Ich find's krass, wie er mich einfach trifft die ganze Zeit. Es gibt es nicht. Lol. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Oh Leute, das ist ein richtiges Wetter hier. Und oben bei Polar Peak ist sogar jemand. Und der ist hier über mir. Komm, Edit. Oh, Leute. Was ein Sweat, Alter. Was ist hier für ein Sweat, Leute? Okay, 4 Spieler leben noch. Oh mein Gott. Ich will diese Runde gewinnen. Oh, das sind nicht mal meine Wände, ey. Muss mal kurz replacen hier. Oh mein Gott, nein, das gibt es nicht. Fuck, Leute. Was sind die für Sweats, Alter? Das, ey, Leute, ich würde sagen, ich habe mich nicht so schlecht geschlagen. Kommt jetzt in meinen Livestream. Ich hoffe, ich schlage mich da besser. Wir machen die Fortnite Challenges live. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und was für Sweater, Alter. Das ist, ey, gibt es nicht, Leute. Gibt es wirklich nicht. Schlimm.